Hallo zusammen, mich ist wieder heute und Tüchle für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Toyguide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Toy, das wir uns einmal als Lederer bauen können, beziehungsweise auch aus dem Auktionshaus kaufen. Und das Zweite könnte vielleicht für den einen oder anderen noch interessant sein. Heute wollen wir uns einmal das Gnollzelt anschauen. Und was macht das? Baut ein Gnollzelt auf, indem ihr euch ausruht und entspannen könnt. Hat 2 Minuten lang Abklingzeit und das kann einmal ein Lederer bauen. Und da können wir jetzt mal reinschauen. Als Lederer haben wir hier unten das Gnollzelt und dieses Rezept habe ich im Auktionshaus gekauft. Das ist, glaube ich, ein World Drop, also ihr könnt es schlecht wirklich farmen tatsächlich. Ich habe es im AHA ergattert, war jetzt auch nicht so teuer, das Rezept. Ich habe das mir aber jetzt nicht selber gebaut, sondern ich habe mir das Gnollzelt auch im AHA gekauft, obwohl ich das Rezept selber habe. Denn, ihr seht, wenn wir jetzt über die Mats drüber fahren, wenn ich das mir selber herstellen wollen würde, dann würden mich die Mats wahrscheinlich mehrere tausend Gold, wahrscheinlich irgendwas zwischen 5 und 10.000 Gold kosten. Aktuell kann man das Ding hier für 50, 60 Gold im AHA kaufen. Hat einfach den Hintergrund, dass viele Leute das zum Skillen benutzen. Heißt, ihr solltet, wenn ihr das Gnollzelt auch haben wollt, das vielleicht jetzt am Anfang der Expansion im Auktionshaus kaufen, denn viele Leute benutzen es zum Skillen, hauen es dann für einen Ramschpreis raus, um einfach noch ein bisschen was aus ihren Skillpunkten rauszuziehen. Und ja, selbst mit dem Rezept habe ich, wie gesagt, es mir mal gekauft und dementsprechend mir einiges gespart. Gut, ich würde sagen, wir gucken es uns an, lernen wir es einmal. Und dann baue ich jetzt mal hier mein Gnollzelt auf und mal schauen, ob ich da wirklich so toll entspannen kann drin. Also, Gnollzelt, da haben wir es. Stellen wir es einmal hier hin, wo jetzt nicht unbedingt einer rumsteht. Okay, wir müssen es tatsächlich ein bisschen aufbauen. Ist das? Ah ne, da kann man durchlaufen. Okay, also man kann keinen blockieren. Und das ist jetzt quasi das Zelt, das ich habe. Warte mal, können wir uns da einmal hinlegen. Dann legen wir uns hier einmal in mein kleines Gnollzelt rein. Also sieht ganz schick aus. Blocken können wir leider keinen mit. Die NPCs hatschen auch einfach durch mein Zelt durch. Eieieiei. Aber macht was her tatsächlich. Hier mit so ein paar Häuten zusammengebastelt. Da unten weht zwar dann ein bisschen der Wind durch. Also so ganz durchdacht ist das Ding trotzdem nicht. Aber ja, macht was her. Und ja, das war es eigentlich schon, was ich euch zeigen wollte. Wie gesagt, einfach im Auktionshaus kaufbar. Und wenn ihr Glück habt, kriegt ihr das noch ähnlich günstig, wie ich das auch bekommen habe. Wenn ihr selber Lederer seid, könnt ihr überlegen, ob ihr euch das selber herstellt, beziehungsweise damit auch ein bisschen euren Lederverarbeitungsskill hochskillt. Damit sind wir am Ende von dem kleinen Video-Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.